Willkommen in meinem Atelier. Ich möchte dieses Video super spontan aufnehmen und auch direkt hochladen an diesem Neumondtag 2.3.2022. Vollmond, Neumond, beide so kraftvolle Impulse jeden Monat. Und ich lasse diese Worte jetzt einfach sprudeln, denn sie wollen unbedingt raus. Es ist so eine Mischung aus Klartext, ganz ehrlich und zum Zeitgeschehen, denn es bewegt mich extrem. Es bewegen mich viele Dinge in diesen Tagen. Ich hatte ein tolles Video aufgenommen mit meinem Freund und Kollegen Malkiel zum März 2022. Ich habe eine so intensive Engelbotschaft aufgenommen am 28. Februar für März und April. Und die Reaktionen auf meine Videos seit 12 Jahren, seit ich jetzt meine Videos aufnehme hier für YouTube, sind für mich immer ein Spiegel für das Zeitgeschehen. Ich lese die Kommentare, ich fühle mit euch, ich höre euch, ich sehe euch. Und daraus ergeben sich dann wieder neue Impulse, die ich sowohl als Bild umsetze, als auch natürlich wieder als neues Video. Und ich habe mich nach den Monatsvorschauen, die ja genau in den Konflikt jetzt, in den neuen Konflikt auf der Erde hineingeflossen sind, wirklich gefragt, mache ich zum Krieg ein Video? Und alles in mir sträubt sich, es widerstrebt mir, das zu füttern, denn es ist für mich Propaganda. Genauso wie das ganze Kasperle-Theater der letzten 2 Jahre. Ich bin auf dem Weg in das 53. Lebensjahr, beziehungsweise eigentlich in das 54., denn ich bin bald 53 Jahre auf der Erde und habe schon so viele Konflikte erlebt. Auf allen Ebenen. Weltkonflikte, Kriege, Konflikte natürlich in meinem Leben mit anderen Menschen, mit mir selber. Und ich weiß zutiefst, dass ein Konflikt, der hochploppt, ob in meinem Leben oder um mich herum, kleine, große Konflikte, immer nur Spiegel für die Entwicklung sind. Diese Konflikte sind Spiegel für meine Entwicklung und für die Entwicklung der Menschheit. Wenn da draußen eben alles danach schreit, uns abzulenken von unserem Entwicklungsweg, dann darf ich mich fragen, hey, ich bin auf dem richtigen Weg. Wir alle sind auf dem richtigen Weg. Denn es wird jetzt im wahrsten Sinne, entschuldigt mir bitte diese alte deutsche Redewendung, auf Teufel komm raus, versucht, uns abzulenken. Ich habe das jetzt mantramäßig seit Monaten wiederholt und ich kann es nur wieder wiederholen. Bitte, bitte, lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht davon ablenken, dass wieder alle Welt ins Mitleid fällt. Für mich ist das alles eine Rieseninszenierung. Und ob es überhaupt jemanden gibt, der leidet, können wir oft aus der Ferne gar nicht ermessen, denn wir sind ja, um auf dem Laufenden zu bleiben, auf Bilder angewiesen, die oft gar nicht real sind. Allzu oft hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass Berichterstattung, gleich welcher Art und gleich zu welchem Geschehen, einfach gefaked ist. Also kann ich natürlich, ich hoffe, gleich knallt nicht die Tür zu, ich kann natürlich bei jedem Konflikt, der hochploppt, mitleiden. Und ich habe auch darüber schon ganz oft gesprochen und mittlerweile haben das zum Glück auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen aufgegriffen. Mitleid ist Gift, Mitgefühl ist nährend, Mitgefühl ist Liebe, ja, ist Empathie. Wir können natürlich auf jeden dieser Konflikte anspringen. Ich weiß noch, falls ihr euch erinnert, vor Corona gab es diesen massiven Brand
auf dem Kontinent Australien. Das war ein mega Flächenbrand. Und ich habe tagelang, wenn nicht wochenlang, Videos aufgenommen, um immer wieder euch zurückzuholen in eure Mitte. Denn so viele Menschen sind fast daran gestorben, weil sie mit den Menschen und den Tieren und der Natur mitgelitten haben. Dann war das gerade vorbei. Es ist entspannt gewesen. Natürlich ist das für den Kontinent und seine Natur und die Menschen nicht so gewesen, aber die Berichterstattung ist abgeflaut, weil irgendwann diese öffentlichen Themen mal ausgelutscht sind. Ja, und dann muss diese Maschinerie aus Medien wieder einen neuen Konflikt finden, auf den sie sich stürzen kann, damit wir zuschauen, damit wir das Geld den Werbesponsoren geben, ja, und damit diese ganze Maschinerie am Laufen bleibt. Es muss quasi immer wieder etwas Neues an die Oberfläche gezerrt werden, damit wir abgelenkt werden von unserer persönlichen Entwicklung. Also, möchtest du das weiterhin tun? Oder möchtest du diesen Neumond, diesen kraftvollen Zeitpunkt des symbolischen Neubeginns, diese dunkelste Stunde, diese dunkelste Nacht des Monats, aktuell März, dazu nutzen, wirklich tief, tief loszulassen, so wie Malkiel es im Video so schön beschrieben hat. Und ich liebe dazu ja immer meine Phönix-Meditation. Und ich habe das vorhin auch wieder gemacht, denn diese innere Zerrissenheit, mit euch darüber zu sprechen oder nicht zu sprechen. Ich habe sogar überlegt, eine Umfrage zu machen. Soll ich nicht? Und dann habe ich mich jetzt einfach, ich habe mir mein Equipment geschnappt und mich jetzt hier im Atelier hingesetzt. Was uns bewegt, ist natürlich für uns enorm wichtig. Dann mal eine Pause zu machen. Und mir vorzustellen, dass nichts in diesem Leben wirklich wichtig ist, weil es nur eine Illusion ist. Dass es auch nicht wichtig ist, ob ich dieses Video jetzt mache oder nicht. Dass es nicht wichtig ist, wie viele Kommentare oder Likes ich bekomme. Ja, es hat mich traurig gemacht, dass dieses ganze Getöse um den Krieg diese wichtige Engelbotschaft, die ich vermittelt habe, komplett unsichtbar gemacht hat bei YouTube. YouTube hat jetzt gerade wieder auch, im Endeffekt ist es ja auch nur ein ständig wieder Anspringen auf neue Themen, egal in welcher Ebene von YouTube man sich befindet, ob man sich für Games interessiert oder für Kunst oder für spirituelle Themen. Es gibt ja immer Zeitthemen, Trendthemen. Und diese großen Trends sind ja auch wieder nur ja, wie eine neue Welle. Und oft werden viele, viele wichtige Impulse, ja nicht nur meine, sondern auch viele andere, dadurch überrollt und unterdrückt. Und ich spüre das immer sehr gut, wenn das dann natürlich auch wieder schön ferngesteuert ist. Denn letztlich, ich spreche jetzt auch über das Thema, bewegt es ja die ganze Welt. Und der Fokus ist nicht auf dem Frieden, das da hinten ist das Schöpfungslicht des Friedens übrigens, sondern es zieht uns aus dem Frieden wieder heraus, ja, aus diesem wichtigen, unendlich wichtigen inneren Frieden. Und ich möchte deinen ehrlichen Kommentar. Soll ich mich auch immer wieder auf diese Themen stürzen, die Massenmedien quasi ins Feld schießen? Oder soll ich mich weiter der Entwicklung, der gemeinsamen Entwicklung mit dir widmen, ob mit Bildern oder Videos oder was auch immer ich dann wieder kreiere? Soll ich dich in deine Freude schicken? Soll ich dir Licht senden? Soll ich dir Liebe in dein Feld senden? Ich habe so viele schöne Ideen. Ich habe jetzt meine erste wunderschöne, wenn auch noch ein bisschen
unausgereifte Kunstmeditation fertiggestellt. Das war viel Arbeit und ich würde mich riesig, riesig freuen, da auch ehrliche, konstruktive Kritik zu erfahren, was ich da noch verbessern kann. Aber ich habe totale Lust, das zu machen. Und wie so viele Comedians in solchen Zeiten sagen, hey Leute, dürfen wir nicht trotzdem lachen? Im Gegenteil, wir sollten erst recht jetzt, schon seit wir auf der Welt sind, lachen. Wir sollten Spaß haben, wir sollten uns erfreuen. Und wenn wir dann etwas Gutes tun können, weil es in unserem kleinen Universum gerade passt und wichtig ist, dass wir Menschen helfen können, dass wir Tieren helfen können, dass wir der Natur helfen können, der Erde helfen können, dann können wir das machen. Aber wir sollten uns nicht von all den vielen, vielen Kasperletheatern, die immer wieder neu auf die Erde gebracht werden, von unserer eigenen Entwicklung ablenken lassen. Ich werde weiterhin meine Videos machen, so wie sie kommen, wie jetzt ganz spontan. Und ich möchte dich einladen zu schauen, was du spontan dafür tun kannst, um dein Herz auszuschütten, um von dem Mitleid wieder ins Mitgefühl zu kommen, von der Panik, die von außen wieder zelebriert und übergestülpt wird, wieder in deinen inneren Frieden zu kommen. Was kannst du tun, wenn ein Konflikt, eine Krise in deinem Leben hochploppen? Ich möchte, fällt mir gerade so ein, nochmal auf mein Buch, mein Krisenhandbuch hinweisen, das ich vor 3 Jahren geschrieben habe. Falls du dazu neigst, noch immer wieder mal in Krisen zu fallen, ich verlinke das mal unten in der Videobeschreibung. Und dazu hatte ich auch ein Video gemacht. Es ist so wichtig, konstruktiv mit Krisen, mit Konflikten umzugehen. Und es fängt immer in uns an. Und deshalb möchte ich dich wieder einmal einladen, sei du selbst, sei in dir. Wenn du etwas ändern willst und es kannst, dann tu es bitte. Ja, damit sich die Welt wandelt, damit wir in den Aufstieg weiter hineinkommen. Und wenn du spürst, dass du getriggert wirst von irgendeinem Konflikt auf dieser Erde und spürst, du kannst aktiv jetzt gerade gar nichts tun, dann stopf dich nicht Tag und Nacht mit Infos voll, egal aus welchen Kanälen, ob jetzt Masse oder alternative Szene, sondern bleib im Spüren für dich selbst. Bleib im Spüren für dich selbst. Ja, und ich habe extra für diese Zeit ja ein Bild gemalt. Es ist gestern fertig geworden. Ich werde es bald online stellen. Ich male dann Liebe in solchen Zeiten. Ich male Liebe, ich male Energie, ich male Freude. Das sind meine Beiträge für dich, für die Welt, für mich auch, um diese Freude aufrecht zu erhalten. Und die lasse ich mir nicht nehmen. Es hat noch eine Frau in den Kommentar geschrieben, sie triggert es furchtbar an, wie fröhlich ich bin. Und dafür habe ich viel getan, damit ich, egal was um mich herum passiert, meine Fröhlichkeit niemals mehr verliere. Es ist mir passiert, ich war depressiv, kurz vor dem Kollaps. Und ich bin so glücklich, dass diese Lebensfreude wieder da ist, diese Fröhlichkeit, diese Begeisterung fürs Leben. Und damit möchte ich dich inspirieren. Also, ich freue mich auf deinen Kommentar. Ich freue mich über ein Like. Ich freue mich, mit dir weiter zu gehen in dieser Welt und sende dir ganz, ganz viel Liebe. Deine Sonja Ariel. Ciao.